gleich vier Wirtschaftsvertreter aus dem Kreis Segeberg. Michael Stenzel, kaufmännischer Angestellter, Hans-Peter Küchenmeister, Zahnarzt, Dr. Rolf Koschorek, stellvertretender Bundestagsabgeordneter und Sven Beusen, Verleger aus Bad Bramstedt, wurden auf dem Landesmittelstandstag in Kiel in den Landesvorstand der Mittelstandsvereinigung der CDU gewählt. Ja, ich denke, dass wir im Kreis Segeberg für uns eine sehr wichtige Wahl hatten. Wir haben 15 Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein und haben es aber geschafft, mit vier sehr starken Vertretern in den Landesvorstand einzuziehen. Das zeigt einfach schon, wie stark der Kreis Segeberg hier ist und wie stark er wahrgenommen wird. Mit Vertretern wie Hans-Peter Küchenmeister, der seit Jahrzehnten schon auf Mittelstandsebene sehr, sehr aktiv ist. Und auch Rolf Koschorek zum Beispiel, der nicht nur als Bundestagsabgeordneter, sondern auch auf Bundesebene nicht nur den Kreis Segeberg vertritt, sondern auch Schleswig-Holstein im Bund. Ja, das könnte man sagen, eigentlich ist es ein leichtes Spiel, denn durch die Nähe zu Hamburg, da haben wir natürlich den Pulsgeber für die Region Hamburg. Und wir fangen natürlich in Norderstedt an und fangen da eine ganze Menge Energie auf. Aber ich glaube, dass diese Chance haben andere auch und sie nutzen sie nicht so gut. Man muss einfach sagen, dass im Kreis Segeberg eine ganz besondere Konstellation ist. Wir haben mit dem Nordgate eine sehr, sehr starke Wirtschaftsentwicklung über sieben Städte. Wir haben Bürgermeister, die das Thema Wirtschaft denken. Denn nur wenn ich wirklich eine starke Wirtschaft in der Stadt platziere, habe ich die Chance, Arbeitsplätze dort anzusiedeln und damit auch wieder mit den Steuereinnahmen der Stadt Gutes zu tun. Und das wird hier im Kreis Segeberg sehr, sehr stark gelebt. Also die MIT ist die größte wirtschaftspolitische Vereinigung Europas mit über 30.000 Mitgliedern, in Deutschland mit 380 Kreisverbänden, sehr, sehr stark, großer Einfluss auf die Mittelstandspolitik, auf die Wirtschaftspolitik. Und daraus ergeben sich eigentlich auch die Themen, die gespielt werden. Im Moment gerade sehr effektiv das Thema Mindestlohn und natürlich auch die Mietpreisbremse, die vielen Mittelständlern sehr, sehr stark aufstößt. Ja, auf Landesebene, wir sind ja hier im Kreis Segeberg in der guten Situation, dass wir autobahnmäßig hervorragend versorgt sind mit der A7. Wir müssen aber auf Landesebene unbedingt darauf aufpassen, dass zum Beispiel Kreise wie Dithmarschen oder Rendsburg, Eckernförde, einfach nicht abgehängt werden von der Entwicklung. Für uns ganz wichtig ist immer wieder das Thema A20, was leider in der Regierung Albig verzögert wird. Wir hätten sie längst haben können. Diese Querung ist unheimlich wichtig, weil wenn die Autobahn da ist, wenn Infrastruktur da ist, wenn ich von der Ostseite auf die Westseite wechseln kann und das in 20 Minuten, dann bedeutet das einfach auch, dass ich ein viel größeres Geschäftsgebiet habe, was im Moment nicht möglich ist. Also ich glaube, Bundesebene gibt es im Moment zwei Themen, die elementar sind. Punkt 1 ist natürlich der Mindestlohn. Ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, der sich über die 8,50 Euro aufregt. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, wie dieses Mindestlohngesetz in der Praxis umgesetzt wird. Der Fokus hat gerade in der letzten Woche berichtet, dass es Massenuntersuchungen von Polizeibeamten gibt in Hundertschaft, die ein Unternehmen abgesperrt hat, bewaffnet, Maschinenpistolen, den Eingang abgesperrt. Da gab es Kreuzverhöre mit den Mitarbeitern, was sie verdienen. Die mussten es also offenlegen dort vor den Kollegen. Das ist ein Umgang, der wirklich nicht mehr tolerierbar ist und unverständlich auch, weil letztendlich sind die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer zusammen die Steuerzahler und die Steuerzahler zahlen die Politiker, die dann wieder solche Gesetze machen. Für mich im Moment nicht mehr zu handeln, scheint leider sehr schwer zurückzuholen zu sein. Im Moment haben wir die Situation einer Ministerin, die zuständig ist, Frau Nahles, der man gar nichts vorwerfen kann. Denn wer sich die Vita durchliest, wird feststellen, dass sie nach der Schule und nach dem Studium sofort in die Gewerkschaft eingetreten ist und dann auch sofort Ministerin wurde, über ein Amt in der Partei, also nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat. Und da muss man einfach feststellen, sie kann es nicht wissen, aber dann muss sie sich aus der freien Wirtschaft
Menschen holen, die schon mal tatsächlich Erfahrung im Berufsleben gesammelt haben, weil so geht es natürlich nicht. Ja, auch ein interessantes Thema, mit dem man sehr gut Wahlen gewinnen kann. Wenn ich gefragt werde, ob die Mietpreise gedeckelt werden, sprich, ob dort eine Bremse reinkommt, sagt jeder wunderbar, hurra. In dem Augenblick, wo man weiterdenkt, wird das Ganze ein bisschen kritischer. Weil was passiert dann, wenn ein Investor, ein Wohnungsbesitzer nicht mehr Miete nehmen kann? Er wird nicht mehr in die Wohnung investieren, er wird keine neuen Mietobjekte mehr bauen. Das ist am Ende nicht gut für Mieter. Und wenn jemand nicht investieren kann, dann ist es am Ende auch nicht gut für die Handwerker, die vielleicht eine neue Heizung oder eine Innenraumsanierung gemacht hätten. Das sind Dinge, die aufgeschoben werden. Das heißt, am Ende schädigt es alle. Es schädigt die Besitzer von den Häusern, es beschädigt die Mieter und es beschädigt natürlich auch die Wirtschaft, weil an dieser Stelle nicht mehr investiert werden kann. Auch da muss man sagen, es gibt das Sprichwort, Juristen rechnen nicht gerne. Der zuständige Minister Maas von der SPD ist Jurist. Vielleicht sollte er auch da Wirtschaftsfachleute mal zu Rate ziehen und fragen, wie so ein Gesetz zu Ende gespielt werden kann. So in keinem Fall, da sollte nachgebessert werden.